Hallo, schön, dass ihr da seid. Willkommen zurück und danke fürs Einschalten. Ich habe gerade eben einen wunderbaren Boss besiegt. Und jetzt ist, glaube ich, ein bisschen Storytime. Jetzt ist, glaube ich, ein wenig Storytime angesagt. So, Sophia. Geppetto. Wonderful. He is on the second floor. He can hardly wait to see you. I can Okay. use my power to help you. Ja, ich will nämlich Stufenaufstieg. Einmal hier. Einmal da, einmal da. Und gehen wir noch ein bisschen auf Leben. Jawohl. Passt. So, was hast du noch zu sagen? Das Ergo über Monads Lampe. In the folklore of Krat, a cricket often acts as a guide. That is why these automated models became popular. But Gemini is unique. He's more than just a guide. As you get more familiar with Gemini, you'll see what I mean. Habe ich schon bemerkt. Der brabbelt ganz schön wildes Zeug, der Kollege. Hier bei ihm konnte ich irgendwas kaufen. Das habe ich jetzt vercheckt. Jetzt habe ich mein ganzes Ergo. Na, noch nicht alles. Wir gucken mal, was der noch so hat. Wie kann ich behilflich sein? Was hast denn du eigentlich so? Ach, hier, Quarz. Materialien zur Verbesserung. Okay. Na gut, nichts Besonderes. Geppetto! Wo bist du, Geppetto? Ah, da hinten ist die Tür aufgegangen. Perfekt. Dann wissen wir ja auch schon, wo es hingeht. Geppetto? Geppetto! Hi! You've returned. Forgive a sentimental father for worrying about his son. Always remember that you're precious to me. Even when I ask you to do something dangerous. Speaking of which, there's a factory just beyond Elysian Boulevard. It's packed with countless puppets. My friend, the inventor Vanini, went to stop them, but he never came back. Please go save him and shut down the factory. Okay. P-organs are the source of your powers. Collect quartz to get the strength you need. Okay. Remember, the hotel is the last safe place in Krat. It's our only refuge in a city full of perils. It'll be extremely dangerous if anyone has ill intentions. Be careful who you tell about this place, especially if they're stalkers or alchemists. Be wary of dangerous people. And always be a good boy. Be a good boy, okay. Ah, wow, es gibt ein Skilltree. Benutze die Slots der P-Orgel, um die verborgenen Fähigkeiten des Charakters zu aktivieren. Rüste Quartz auf der P-Orgel aus, um den entsprechenden Effekt zu erhalten. Wenn du Quartz in jedem der Slots in einer einzigen Gruppe ausrüstest, kannst du den Synergieeffekt der Gruppe erhalten. Jedes Mal, wenn Synergieeffekte von zwei Gruppen aktiviert werden, wird die nächste dieser Phasen freigeschaltet. Du kannst eine größere Vielfalt an Effekten erhalten, wenn du deine Pi-Organe in höheren Phasen, in höhere Phasen bringst. Okay. Phase 1, Phase 2. Ah. Okay. Also, was haben wir hier? Fabelslot. Weiß ich nicht. Erhöht die maximale Anzahl der Pulszellennutzung. Ja, mehr Heilung, immer gut. Hallo, darf ich bitte
den mir angucken, danke. Kettenausweichen ermöglicht ein weiteres Ausweichen während der einer Ausweichbewegung. Ja, kann nützlich sein. Erhöht überwältigbare Zeitfenster. Also Heilung. Wait, what? Wait, what? Hä? Was? Ladungsüberwältigen Angriff verbessern. Erhöht den überwältigen Angriff von Ladungsangriffen. Wertet den Angriff von tödlichen Angriffen auf. Wertet den Angriff von Fabelkünsten auf. Erhöht die überwältigte Dauer des Feindes. Dann hätte ich gerne... Wertet den Angriff von tödlichen Angriffen auf. Und wenn ich jetzt hier noch einen Quarz reinmache? Du kannst nicht mehrere Quarze desselben Typs ausrüsten. Wett? Hä? Du kannst nicht mehrere Quarze desselben Typs ausrüsten. Wie bitte? Dauer des überwältigenden Status, dann nehme ich lieber den Fabelslot. Ach so, und hier gibt's dann noch, da brauche ich dann ein anderes Quarz? Oder so? Ach nee, hier! Jetzt! Okay, wait, kann ich das wieder rückgängig machen? Hallo? Wow, ich habe das nicht verstanden. Kann ich das bitte wieder rückgängig machen? Form ändern. Keine gespeicherten Formen. Organ aktivieren. Ich hätte hier bitte gerne... Erforderliche Quarze. Ich würde... Darf ich nicht eins rausnehmen? Ich darf das nicht mehr rausnehmen. Man kann es nicht rückgängig machen. Oh, das ist ja mies. Naja, okay. Und den Fabelslot habe ich jetzt gar nicht gekriegt, oder was? Ach, das ist ja doof. Und den Heilungsslot auch nicht. Ach, das ist doch... Also... Rigged... Ja, mach ich. Ist die Tür immer noch zu? Ah, Rosa Isabella Straße, ja. Unten die Lady war, glaube ich, noch. Ich glaube, mit der kann ich auch noch was brabbeln. Schauen wir mal, hast du was zu sagen? Okay. Nee, der hatte nichts zu sagen. Die. Die gute Alte hatte nichts zu sagen. I picked up traces of high-powered energy originating far away. That's one mystery solved. Why don't we make a Legion arm with it? Mr. Okay. Is the expert when it comes to Legion arms. But I'm pretty sure I can make one. Ja. Puppets get fried easily by electricity. If you use an electric Legion arm, it'll make your life easier. Ja, lieben gern. Legionswaffe wechseln. Ändern. Ach so. Jetzt hat. Guck mal. Fulminis. Elektroblitzangriff. Ja, finde ich gut.
Ja. Okay. You're going to the factory to save Mr. Vanini, right? Ja. He's the richest man in Krat. A little eccentric maybe, but a good person. I heard he went to shut the factory down. Hm. I hope he's safe. I wouldn't want to lose my best customer. Okay. I know my way around a weapon. Jetzt darf ich. Also, Waffe montieren, reden, Waffe verbessern. Ich würde gerne einen Griff verbessern. Nicht genügend Materialien. Also darf ich doch nicht den Griff verbessern. Okay, also man verbessert wohl doch nur die Klinge und nicht den Griff. Also wenn ich jetzt das nehmen würde und den Griff, was ändert sich denn dann? Kettenhieb, Schlagchance. Absolute Verteidigung. Ah, konzentrieren. Ah. Einzelhieb, Sturmhieb. Kettenhieb. Nee, das ist eigentlich schon... Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Mit dem, so wie es ist. Ah, warte. Ich kann noch mit dir reden. Vanini. Mr. Vanini ist der reichste Mann in Krat. His company manufactures most of Krat's exports. He's peculiar, but a good-hearted man. Even though he's rich, he treats every employee with respect. Okay. I heard he went to shut the factory down. I hope he's safe. Gut, das hatten wir schon. In dem Fall jetzt warte. Sollte ich, glaube ich, hier weitermachen. Innenhof des Rathauses. Am Lügen. Bisschen ärgerlich, dass ich jetzt das nicht zurücknehmen konnte. Diesen Quarz, den ich da eingesetzt habe. Minimal ärgerlich. So, mach auf das Loch. Hallo. Okay. Gleich mal den Elektro. Here it is. Vanini works. Everything you see here belongs to Vanini, the classiest and most brilliant inventor in Krat. Just ask him. Not just puppets. Almost every machine and tram in Krat is supplied from here. You gotta be curious about the guy. What kind of person is he? I wish we could find him. That is. Hoppala. Ich wollte eigentlich was anderes tun. Wurfzelle, jawohl. Wie, die Türen darf ich nicht aufmachen? Okay. Gut. Ich bin mir ja noch nicht so ganz sicher, wer hier gut und böse ist. Das ist alles ein bisschen zu seltsam. Irgendeiner muss den Quatsch doch verbrochen haben. Die Alte mit dem Baby war es sicher nicht. Was hast du denn in der für eine Waffe in der Hand? Sieht aus wie eine Kreissäge, Kumpel. Ein Zahnrad. Würde er mich mit einem Zahnrad verprügeln? Ah ja, jetzt sehe ich es. Okay.
Oh, da unten haben wir wieder so einen dicken. Ja, da steht nämlich einer drauf. Der holt gleich seine Pistole raus und geht mir auf den Sack. Ich weiß es jetzt schon. Fabelkatalysator. Ja, ist okay. Okay, das sieht so aus, als würde man irgendwann da unten in den Fluss kommen. Da hängt einer. Kann ich den mit was bewerfen? Moment, da müsste ich einmal kurz... Tja, und jetzt hängst du da, ne? Oh, du spuckst! Ey, wo kommt der hinter mir auf einmal her? Ey, Leute, 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 macht mal langsam jetzt hier. Wir wollen, niemand will hier überhitzen, okay? Au! Kollege, ich kann hier nicht, ich sehe nicht richtig. Ich kriege ihn nicht. Er haut zweimal zu. So viel Leben kann er doch nicht mehr haben. Ich vergesse immer, dass er zweimal zuhaut. Danke. So. Das war jetzt ein bisschen eng für meinen Geschmack, ehrlich gesagt. So. Komplett zerfetzt den Kollegen. Komplett. Wow. Kann ich hüpfen? Kann ich irgendwie springen? Ich weiß es gar nicht. Wenn ich am Rennen bin. Kann ich irgendwie hüpfen? Ah ja, okay. Darf ich da nicht hin? Ja, doch. Hi. Es ist natürlich minimal ungeschickt, dass ich gegen den einen Typen hier schon so viel saufen musste. Ey, oh, wo kommst du denn her?
Niemand will überhitzen. Oh, da sind nochmal zwei. Huh. Okay, da steht nochmal einer. So ein kleines bisschen mehr Heilung wäre irgendwie cool. Habe ich einfach nur gemacht, weil ich es kann. Ein Telefon. Okay. Of all riddles. Now, you know what I'm called, and why I called you, and I want to know your name, but not till we're through. Doch erst spiele tief. I learned that one riddle burned, and I do love a mystery, don't you? Ja, im Rätsel finde ich eigentlich nicht so schlecht. Okay, ja. By morning, it walks on feet numbering four. At midday, just two. No less and no more. It walks on three feet when the evening arrives. And if you solve this, then I'll know you're alive. Ein Mensch. Yep, okay. That said, how do we know you didn't just get lucky? Even a stop clock is right twice a day, and even a puppet can be accidentally correct just by random chance. Okay. Still, a promise is a promise. Arlecchino, tell him what he'll get. Thanks, Arlecchino. Caller, your correct answer has earned you the Trinity. Was ist hier los? Dreifaltigkeitsschlüssel. Schlüssel und Türen und nach dem Schlüssel ist Schluss. Das Thema Rätsel und Puzzles und zwar im Überfluss. Mein Gott. Mein nächstes Rätsel wird so einfach nicht sein. Arlecchino ist König und Rätsel im Reim. Geiler Typ. Okay, ich habe einen Schlüssel bekommen. Ich habe aber immer noch sehr, sehr wenig Leben. Ich denke mal, das ist dann hier in dem Fall. In dem Fall geht es hier weiter. Gehen wir mal darauf. In Richtung Fabrik. Jede Schraube, die du anziehst, bringt gerade Wohlstand. Okay, da unten ist ein Stargazer. Sehr gut. Dann gehen wir doch da mal hin. Na, ich dachte, vielleicht gibt es hier noch eine Kleinigkeit, aber nope. Elektroblitz ist effektiv, um Puppen zu bändigen. Geh aus dem Weg, wenn du... Geh aus dem Weg, wenn du kein Stalker bist. Nice, Stargazer. Ganz wichtig jetzt an der Stelle. Perfekt.
und den Gazer benutzen. Na, wir brauchen nichts. Hallo? Ah, hi. Aua. Er macht ganz schön Schaden, ey. Feuerschleifmittel. Geilo. Sägezahnrad, Farbekatalysator. Feuerschleifmittel finde ich cool. Ich habe das Gefühl, hier geht's weiter. Dann schauen wir doch erstmal ganz kurz, ob in der anderen Richtung noch irgendwas zu finden war. Schauen wir mal. Ich habe immer noch keinen Schlüssel benutzen müssen. Ah, das ist okay. Abkürzung für später. Eine Kette. Hier stampft auch wieder irgendwas. Irgendwas Großes stampft hier durch die Gegend. Ihr haltet ganz schön viel aus. Ey! Bist du der Schlüssel? Brauche ich für dich den Schlüssel? Nee. Rupft dir einfach die Tür raus. Salamanderdolch. Das klingt jetzt wie eine Waffe, die ich an zweiter Stelle haben will. Ah, das ist hier nur der Ausgang. Verstehe. Ja, tschick, tschick, tschick. Irgendwas ist hier heiß. Irgendwas stapft hier ganz laut. Da ist was drin. Da ist was drin. Was Großes, Dickes. Ja. Ja, deswegen gucke ich auch hier gerade in jede Ecke und auf jedes Dach, weil irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass mir hier gleich jemand auf den Kopf springt. Was stampft denn hier? Oh, da, der stampft. Oh, der sieht wild aus. Wow, aua. Ey, das ist nicht cool. Ihr mit euren Bomben. Moment. Wir gehen mal ganz kurz zurück zum Stargazer. Wir wollen hier jetzt nicht direkt wieder sterben. Nee. Bevor ich sterbe, dann... Aber ich könnte doch eigentlich sterben und wieder hinlaufen. Ach, egal. Also der Dolch... Weiß ich noch nicht. Vielleicht kann der Griff irgendwas Cooles. Mal schauen. Oh. Oh, wow! Okay.
Was hat er denn da für ein Riesending? Ach, der Dolch. Da ist mir so ein großes Schwert, so ein großer Prügel dann doch ein bisschen lieber. Schockkartusche. Okay. Ja, hier ist nämlich, der ist einfach mit 3 Hits tot. Was macht er denn da oben? Komme ich da rauf? Nee. Irgendein Zahnrad drehen? Nö. Zahnrad. Also halt ein Ding. Ein Ventil. Ventil aufdrehen oder was auch immer das sein soll. Hey, die sind... Die sind gar nicht so anfällig für Schaden. Sägezahnrad. Nix. Nix Spannendes. Warum bin ich hier hochgegangen? Also warte, hier drüben. Da geht's ja noch weiter. Ah, schau mal. Ah, nee. Hä? Ah, jetzt bin ich hier wieder oben. Okay. Wow. Den noch mitgenommen. Bericht des Fabrikverwalters. Sehr geehrter Herr Vignini. Ah, die werden mir ja schon erzählen, was hier passiert ist, oder? Da muss ich jetzt nicht Briefe lesen, um die Story rauszufinden. Uh-oh. Was bist du? Nein, ich wollte gar nicht runterfallen. Ah, hey, die habe ich doch erst in Dark Souls gesehen. Ich wollte eigentlich da oben noch ein bisschen weiter gucken. Wow, aua. Okay. Aua. Zweimal, okay. Mist. Nope. Ja. Ja. Okay. Komm, renn noch mal auf mich zu. Okay. Er rennt hinterher. Er kann sehr schnell die Richtung wechseln. Der killt mich mit der Langsamkeit des Jahrtausends. Zweimal. Ah, Mann, ey. Zweimal, verdammt. Geh in den Schädel, zweimal. Oh Mann, ey.
Nebliger Tag. Okay. Nee, nicht hier lang. So, die da oben brauche ich nicht unbedingt killen. Gehe relativ zügig zu dem Kollegen da unten. Ich will nämlich meinen Loot zurückhaben. Ja, hi. Da wartest du immer noch auf mich. So, jetzt Adle. Also, auf geht's. Probieren wir das Ganze nochmal. Hi, ich bin Pinocchio. Und du? Autschi. Na komm. Hau drauf. Aua. Ja, na bitte, geht doch. Vielleicht hätte mein Elektro-Ding irgendwie geholfen, kann sein, weiß ich nicht. Aber ich hab's jetzt gerade nicht gesehen, dass ich ihn da irgendwie durch die Schilde hindurch mit dem Elektro... Wahrscheinlich... Wo ist es? Wo ist es? Da ist es. Hier geblieben. Entschlossenheit, Kurbel. Okay. Da liegt Zeug in den Abflussrohren. Alles klar. Termit. Weißt du Bescheid? Hallo? Oh, guck mal, wo wir jetzt hier sind. Kanalisation. Ich bin irgendwie... Ich dachte eigentlich nicht, dass es hier weitergeht. Ich dachte, in die andere Richtung geht's weiter, aber... Okay. Haben wir wohl zufällig den richtigen Weg genommen oder gibt's hier vielleicht zwei verschiedene Wege? Das kann natürlich sein. Dass es hier einfach zwei verschiedene Wege gibt. Okay, die Welt, die Wege, die Welten, es wird alles ein bisschen offener. Ich habe mehr Entscheidungsmöglichkeiten, wo ich langlaufe. Ich guck mich erstmal hier oben um. In der Fabrik. Hallo? Aha. Danke. Versteckter Mondstein? Nehme ich.
Hallo? Ah, Abkürzung von der anderen Seite. Okay, Tür zu. Hallo? Jawohl, da haben wir die Leiter. Ah, warte mal. Ha. Will ich da jetzt runter? Also bevor ich mir das antue, gucke ich mich nochmal kurz um. Also, vom Stargazer aus geht es die linke Leiter Richtung Riesenmonster in der Kanalisation. Dann schauen wir mal hier in den Abfluss. Also Kanalisation, keine Ahnung, Abfluss, wie auch immer. Irgendwas, ich wollte gerade sagen, ich höre was. What the fuck? Warum? Oh mein Gott. Also gut. Hier hätte ich ganz gerne erstmal, was auch immer diese brennenden Ballen auf mich wirft, ausgeschaltet, um ehrlich zu sein. Ich hab dich schon gesehen, Püppchen. Oh, Verderbnis. Jetzt wird's aber wild, hey. Nicht anspucken, bitte. Verderbnis. Oh je, oh je, oh je, oh je. Okay, da gibt's jetzt schon einen Status-Effekt, der mir, den ich nicht so geil finde. Verderbnis klingt nicht gut. Ey! Warum bin ich so langsam? Sie fühlt sich so langsam an gerade. ja, Verderbnis klingt nicht gut. Vor allem gegen so einen kämpfen. In Verderbnis fühle ich jetzt auch nicht unbedingt. Könnt ihr Püppchen bitte erstmal weggehen? Ja, du dreh mal um. Genau, perfekt. So ist doch gut. Autsch. Geht, geht doch. Mann, ey. Das hat mir jetzt tatsächlich ein bisschen Angst gemacht, die ganze Nummer hier gerade. Aber ich hab's hingekriegt. So, Püppchen. Schnell raus aus der Verderbnis. Was hast du gedroppt? Ich muss auch nicht jeden Scheiß mitnehmen, den die fallen lassen, ne? Hier ist nochmal so ein roter. Nee, komm. Nee, 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 nee. Jetzt, Adley. Jetzt kann ich mich um euch kümmern. Nice. Das lief doch okay.
Veninis dringliches Reparaturwerkzeug. Ah, okay, davon hatten wir ja schon mal eins. Okay, also das hier ist tatsächlich, würde ich sagen, einfach nur Loot. Lootgebiet. Hier gibt's gar nichts Besonderes. Hier geht's nicht weiter. Oder verpasse ich gerade irgendwas? Gibt's irgendwo eine Leiter oder so? Nee. Aber es hat schon so gewirkt. Also beim Reinlaufen auch schon hatte ich das Gefühl, okay, hier ist nur so eine Loot-Ecke. Passt. Ist abgehakt. Brauchen wir uns nicht mehr antun. Brauche ich mir nicht mehr antun. Easy. So. Loot-Ecke erledigt. Jetzt haben wir noch einmal die Feuerkugel. Da ist jetzt die Frage. Ich laufe erst in Richtung der Feuerkugel. Weil ich nämlich, was auch immer diese Dinge ausspuckt, da muss ich mich drum kümmern. Es ist allerdings eine saudumme Idee, das hier ohne Heilung zu machen. Also, einmal wieder alles mitnehmen. Und weiter. Ach, jedes Mal wieder. Ich glaube, um den brauche ich mich nicht mehr kümmern. Aha. Welche Abkürzung ist das hier noch? Ah, aha. Weiß ich nicht. Wow! Hat der mich erschreckt? Mann! Mach das bitte nicht mehr. Nee. Nice. Gut. Um den Feuerball selbst kann ich mich anscheinend Feuerachsklinge, Griff einer Feuer... Oh. Das sieht stark aus. Das sieht stark nach etwas aus, mit was ich kämpfen möchte. Und dadurch haben wir jetzt eine... Low Roll, aber ne, Heavy Roll, aber das ist egal. Geht das hier auf irgendwie? Nee. Oh, ich renne auch langsamer damit, wenn ich heavy bin. Sehe ich das richtig? Ablegen. Ja, auf jeden Fall. Wo sind wir jetzt hier? Hey. Wie bitte? Habe ich euch schon mal irgendwo gesehen? Stalker-Freund. Did you catch that subtle whiff of money in the air? Moneybags himself, Lorenzini Vanini, is inside this factory this very moment.
You caught us on our return trip. We had to deny his ridiculous request in person just to be sure it wasn't a joke. All we could do was laugh. Keep okay. Your whiskers up if you're heading in there. He is the richest man in Krat, or so they say. Who knows? Maybe he's handing out bags of money to lift his spirits. Ha! That seems unlikely. No way are we doing that. Well, anyhow, best of luck. Okay, schwarze Katze und roter Fuchs. Der schwere Angriff ist weit nach vorne gerichtet. Das ist ganz cool. Das gefällt mir eigentlich. Was ist da los? Klingt gefährlich. Genau deswegen nämlich. Zip. Da zoomen wir nach vorne und geben ihm eine mit. Ha, Feueraxt klingt schon cool, muss man ehrlich sagen. Fühlt sich auch ganz cool an, so im Allgemeinen. Warte mal, auf der anderen Seite dort waren wir, ne? Oder? Boah, keine Ahnung, ey. Ich weiß gerade aktuell nicht, wo ich schon war und wo nicht. Oh. Hey, der Dreifaltigkeitsschlüssel. Aha. Was ist das für ein Raum? Oh mein Gott. Frage des Tages. Hat dieser Fabrikarbeiter jemals gedacht, dass... Hat dieser Fabrikarbeiter jemals gedacht, dass er wie eine Puppe zerstört werden würde? Wer ist dieser? Und was ist das hier alles? Drei schaffen eins. Du, der die Tür geöffnet hat, sei eins mit den... Mit den Großen. Blaublutfrack und ein Quarz. Ha, drei schaffen eins. Hätte dieser Fabrikarbeiter gedacht, dass er zerlegt wird wie eine Puppe? Okay. Behalten wir mal im Hinterkopf. Attributswiderstandsampulle. Eine Abkürzung von wo nach wo ist die Frage hier ein bisschen. Von wo nach wo. Ah! Ah, das ist die Nummer mit dem... Okay, verstehe. Da war dieser Gegner unten von vorhin. Hi. Aua. Oh, von oben. Oh, go, 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 go. Weg hier, weg hier, weg hier, weg. Lasst mich in Ruhe. Oh, knappes Pferd, Leute. Wollen wir so nicht mehr haben, bitte. Fallen einfach drei Puppen von Michael auf mich drauf. Sternfrau Mengen, Sägeblatt. Okay. Ist jetzt ein bisschen doof. Was ist hier unten sonst? Lohnt sich's da runter zu fallen, ist die Frage. Da ist, glaube ich, diese Tür, die rote. Oh.
Okay. Ja, hier ist noch ein bisschen was. Zu spät. Shit. Okay, okay, okay. Alles easy, alles easy. Immer mit der Ruhe. Wir kommen schon weiter, wir kommen schon weiter. Ich schaff das. Oh, shit. Lass mich raus. Schnell, 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 schnell. Nee, nee. Warte. Oh, schnell, schnell, schnell. Ich habe nämlich kein Leben mehr, Kollege. Wir können jetzt hier nicht kämpfen. Wir können nicht kämpfen. Sorry. Wir können jetzt nicht kämpfen. Ich kann jetzt nicht mit dir kämpfen. Nein, der kommt immer noch hinter mir. Ich kann nicht mit dir kämpfen. Wo muss ich hin? Wo ist das Leuchtfeuer? Wo ist der Stargazer? Ah, Hilfe, 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 Hilfe. Kann nicht mit dir... Er kommt immer noch hinter mir her. Kann nicht mit dir kämpfen. Nein, hier war die... Nein, hier war die Kugel. Nein. Scheiße. Ah, so ein Mist. Nein. Oh, Mann. Platsch. Ah, nee, wir warten mal noch einen Moment auf die nächste Kugel. Oh, ah ja, da wartet der Kollege auf mich. Alles klar, haben wir den Loot wieder. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So, jetzt muss ich mal ganz kurz... Jetzt bin ich doch ein bisschen verwirrt. Ach ja. Wer hätte es gedacht? Ein paar von euch sind am Leben. Wo geht jetzt die Leiter hin? Okay, wow, das ist jetzt... Erstmal den Loot mitnehmen. Da ist ein Treppenaufgang. Das müsste hier sein. Särge. Okay. Gut, hast du diesen... Exzentriker gesehen, auch im Monat. Okay, da ist irgendein Zettel wieder. Dann schauen wir mal, wo die Leiter hinführt. Hi, bist du der ich denke, dass du bist? Ja. Hallo. All puppets must die. Every single one. Hi. I hear the sound of springs inside you. You're a puppet too. Yeah. You can't fool me. All puppets must die. Kill the puppets. Ah ja. So einer. I wish I hadn't run away. So einer bist du, die Maus.
Ey! Ach, das reicht dann auch mal! Ah, oh, du haust schnell zu und viel. Schnell und viel. Das gefällt mir nicht. Ey, komm. Boah, Alter, nimm doch die dämliche Axt hoch. Mist, ey. Wie schnell er zuhaut. Oh, wichtig. Oh, gut. Voll mit Blut. Oh, wait. Ha, da wäre fast meine Axt kaputt gegangen. Schau mal einer an. Oder sie ist kaputt gegangen. Moment, hier ist die Kugel. Das heißt ja, ich bin... Jetzt bin ich hier wieder. Wo ging es hier lang? Ne, hier, von hier bin ich, da müsste, ist wieder Stargazer, ne? Das Leuchtfeuer. Müsste an dieser Stelle hier sein. Okay, also es gibt noch... Wenn ich das gerade richtig habe, müsste ich jetzt bei den beiden, beim roten Fuchs und der schwarzen Katze vorbei. Wo waren die beiden? Die waren hier. Aber dann oben entlang, ne? Da hinten hoch. Und hier kommt wieder der aus der Wand hüpft, ja. Hier sind die beiden, ne? So, wenn ich mich jetzt vor eurer Nase umziehe, kann ich das? Kostüm. Blaubuntfrack. Jemandes Erinnerung. Stylisch. War das euer Kumpel?
of luck to you, my friend. Nee, war nicht euer Kumpel. Okay. Dann bleibe ich beim Zylinder. Den finde ich schöner. So, jetzt... Hier war ich schon, ja. Ah ja, genau, okay. Alles klar. Hier links kommt jetzt der Dicke. Autsch. 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 Lass mich aufstehen. Ey, lass mich aufstehen. Was war das denn? Ach nee. Geht jetzt hier so ein unfairer Unsinn los? Nee. Nee. Draufhauen, obwohl man am Boden liegt. Das macht man nicht. Überhitzung. Überhitzung tritt auf, wenn sich Feuerschaden aufbaut. Ja, ach, wirklich? Da wäre ich ja jetzt nicht drauf gekommen. Bin mir gerade nicht ganz sicher, wo ich hin muss. Ah ja, okay, guck mal, da brauche ich nicht durch diesen Bereich gehen mit der Kugel. Super Sach. Eins A, so, jetzt nochmal. Autsch. Aua. Na bitte, geht doch. Und nicht überhitzt. Aber ganz knapp. Was? Dafür? Und ein Hebel, okay. Was passiert jetzt? Passiert hier irgendwas? Nee. Bei euch beiden irgendwas passiert? Ah, warte mal, da unten war glaube ich so grüne Suppe. Kann das sein? Die ist jetzt weg. Ich glaube, da unten war grüne Suppe, die jetzt weg ist. Hm, was machen wir mit dem?
Okay. Warte mal, hier ist noch ein Hebel. Aha. Okay, okay, okay. Da macht sich ein Weg auf. Ha. Huh. Ein Rohr an die Leitung, Redewendung, ja, ja, ja. Was ist hier nochmal? Da oben ist er! Okay. Da ist Venini. Was ist das hier für eine Nummer eigentlich? Das ist... vielleicht, um dem irgendwie Schaden zu machen, da unten. Aha, guck mal. Jetzt sind wir wieder hier am Anfang. Autsch. Autsch. Och nö, scheiße. Oh, oh, hatte ich... doch, ich hatte mein Zeug wieder gesammelt, ne? 11.000 von diesen Ergos. Schnell hinter. Schnell hinter heißt, ich glaube... oh Gott, wo lang? Ich glaube hier durch und dann... hier durch. Und dann war ich hier lang gelaufen. Genau. Ah ne, und dann war ich da vorne lang. Ah, mein Loot. Mein wunderbarer Loot. Oh, jetzt laufe ich einfach hier vorbei. Weil 13.000 Loot ist schon ein bisschen was. Und gehe an dieses. Yes. Passt. Und aus irgendeinem Grund hat hier was nicht mehr so richtig funktioniert. Deswegen machen wir es so. Entschuldigung für diesen kleinen schwarzen Bildschirm. Ich danke herzlich fürs Einschalten und schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.